Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Klaus Stüwe. Ich bin Vizepräsident für Internationales und Profilentwicklung der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Und in dieser Funktion begrüße ich Sie alle sehr herzlich im Namen des Präsidiums unserer Universität zu dieser Veranstaltung. Viele sind uns heute Abend in einer Zoom-Konferenz zugeschaltet. Andere verfolgen das Geschehen in den sozialen Medien, auf unserem YouTube-Kanal und auf Facebook. Sie alle heiße ich herzlich willkommen. Der Vortrag von Professor Klaus Leggewie, den wir gleich hören werden, bildet den Auftakt einer Reihe von insgesamt 7 Vorträgen, die unter der Überschrift stehen: Transfer neu denken. Diese Vortragsreihe zielt darauf, neue Ideen und Ansätze für den Wissenstransfer zu entwickeln, der von Universitäten und Hochschulen ausgehen soll. Dieser Transfergedanke ist auch ein zentrales Profilelement unserer Universität, wie es in unserem neuen Leitbild zum Ausdruck kommt. Wir haben es gerade letztes Jahr zum 1. April in Kraft gesetzt. Und ich darf mal aus diesem Leitbild zitieren. Da heißt es: Die KU, das ist die Abkürzung für unsere Universität, will einen Dienst am Gemeinwohl leisten, indem sie die Herausforderungen von Politik, Wirtschaft, Kultur, Religion und Umwelt ergründet und darauf reagiert. Unser Anspruch ist es, dass unsere Universität Brücken baut zwischen der Wissenschaft und der Gesellschaft, Wissen für die Gesellschaft verfügbar macht und Impulse aus der außeruniversitären Welt in Forschung und Lehre aufnimmt. Soweit das Zitat aus unserem Leitbild. Und gesellschaftliche Herausforderungen, meine Damen und Herren, gibt es im Moment zweifellos allerorten. Die fortschreitende Erderwärmung, der Klimawandel, eine weltweit grassierende Pandemie, Flucht und Vertreibung, die Krise des globalen Finanzsystems, zunehmender Populismus, auch das Erstarken autoritärer Systeme, das sind nur einige Herausforderungen, die die Gesellschaft derzeit intensiv beschäftigen, nicht nur bei uns, sondern auch anderswo. In einer Zeit, in der solche sozialen, kulturellen, ökonomischen und ökologischen Herausforderungen zunehmen, sind auch Universitäten gefragt, aktiv zu deren Bewältigung beizutragen. Aber welche Rolle kommt ihnen zukünftig zu? Muss ihr Verhältnis zur Gesellschaft angesichts dieser aktuellen Herausforderungen neu gedacht werden? Welche Rolle spielen Lehre und Forschung dabei? Braucht es alternative Formen der Kooperation oder auch der gesellschaftlichen Teilhabe an solchen Erkenntnisprozessen? Neue Formen der inter- oder transdisziplinären Zusammenarbeit. Und da wir, die Katholische Universität, in erster Linie eine geistes-, sozial- und kulturwissenschaftlich geprägte Hochschule sind, wie können insbesondere diese Fächer dazu beitragen, aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen mitzugestalten? Diesen Fragen also wollen wir in dieser Online-Vortragsreihe nachgehen. Wir wollen ausloten, wie der Austausch mit der Gesellschaft in den verschiedenen Wissenschaften erfolgen und wie dadurch ein Beitrag zur Bewältigung gegenwärtiger Herausforderungen ermöglicht werden kann. Wir laden Sie alle ein, gemeinsam mit den Referentinnen und Referenten tradierte Rollenverständnisse der Wissenschaften, aber vielleicht auch überkommene Erwartungshaltungen kritisch zu diskutieren. Diese Reihe Transfer Neu Denken wird durch das Projekt Mensch in Bewegung organisiert und durchgeführt. Seit 2018 arbeiten im Rahmen dieses Projekts Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Katholischen Universität und auch der Technischen Hochschule Ingolstadt an der Umsetzung einer gemeinsamen Transferstrategie sowie auch am Aufbau einer gemeinsamen Innovationsallianz für unsere Region 10. Finanziert wird dieses Projekt im Rahmen des Bund-Länder-Programms Innovative Hochschule. Und durchgeführt werden die Aktivitäten an der Stabsabteilung Bildungsinnovation und Wissenstransfer unserer Universität. Ich möchte nicht versäumen, diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Vorbereitung und Organisation dieser Online-Vortragsreihe sehr herzlich zu danken. Mein besonderer Dank aber gilt natürlich dem Referenten des heutigen Abends, Herrn Professor Klaus Leggewie. Lieber Herr Leggewie, willkommen an der KU, zumindest virtuell. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie für diesen Vortrag gewinnen konnten. Herr Leggewie spricht gleich zum Thema Planetardenken, eine Herausforderung für die Geisteswissenschaften.
Ich habe mich ja schon mit meinem Hintergrundbild entsprechend darauf vorbereitet. Das Gebäude übrigens ist unsere Zentralbibliothek. Worum es im Vortrag geht, hat Leggevi in einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung vor wenigen Monaten etwa folgendermaßen bereits umrissen. Ich zitiere: Menschen haben tief in den Planeten eingegriffen und sind selbst zu einer geologischen Macht geworden. Aber sie finden keinen Weg aus der von ihnen verursachten Zerstörung ihrer Umwelt. Der prinzipale Mensch hat versagt, die Natur tritt in Aktion. Soweit das Zitat. Einen Ausweg sieht er in einem planetaren Denken, dem Titel unserer heutigen Veranstaltung. Darüber hat er zusammen mit Frederik Hanusch und Erik Meyer ein Buch geschrieben, das demnächst erscheinen wird. In der Verlagsankündigung dieses Buches heißt es, ich erlaube mir erneut zu zitieren, planetar denken heißt, die Erde als Planeten ernst nehmen. Vom Erdkern bis in den interplanetaren Raum, von der Nanosekunde bis zur tiefen Zeit, vom Elementarteilchen bis zur Erdmasse. Stehen Wechselwirkungen zwischen unserem Heimatplaneten und uns im Zentrum, nimmt ein planetares Wissensparadigma Gestalt an. Es geht einher mit der Relationierung menschlicher Existenz im Universum und der Relativierung der anthropozentrischen Sichtweise. Soweit das Zitat. Wir werden sicher gleich mehr darüber hören. Aber welche Rolle spielen bei einem solchen planetaren Denken die Geistes- und Sozialwissenschaften? Auch darum wird es im heutigen Vortrag gehen. Den Ausgangspunkt skizzierte Herr Leggevi vor einigen Monaten bereits in diesem besagten Beitrag der FAZ. Die Conditio Humana zu bestimmen, war der eherne Monopolanspruch der Geistes- und Sozialwissenschaften in der Moderne. Im Mittelpunkt stand der Mensch, soweit das Zitat. Doch wie sieht dieser Monopolanspruch im Kontext planetaren Denkens aus, in dem der Mensch aus eben diesem Mittelpunkt herausrückt? Darauf erhoffen wir uns heute mit dem Vortrag einen Hinweis. Bevor wir den Vortrag hören, erlaube ich mir nun, Herrn Leggevi, denjenigen, die ihn noch nicht kennen sollten, kurz vorzustellen. Klaus Leggevi, Jahrgang 1950, ist einer der bekanntesten und ich möchte sagen wirkmächtigsten Politikwissenschaftler unseres Landes. Nach dem Studium der Sozialwissenschaften und Geschichte in Köln und Paris promovierte und habilitierte er an der Universität Göttingen. Seit 1989 lehrt er als Professor an der Universität Gießen. Von 2007 bis 2015 war er zudem Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen sowie des Center for Global Cooperation Research in Duisburg tätig. Hinzu kamen zahlreiche Gastprofessuren. So war er von 1995 bis 1997 erster Inhaber des Max Weber Chairs an der New York University. Er lehrte an der Université Paris-Nanterre und am Institut für Wissenschaften vom Menschen in Wien. 1999-2000 war er Fellow am Wissenschaftskolleg in Berlin. Von 2008 bis 2016 war Herr Leggevi Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen. 2008 wurde er zum Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung globale Umweltveränderungen berufen. Zudem ist er Mitglied im Verein Rat für Migration. Sie sehen, er ist überaus ausgewiesen für die heutige Thematik. Zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen haben ihn mittlerweile gewürdigt. 2008 wurde er Ehrendoktor der Theologischen Fakultät der Universität Rostock. 2007 erhielt er den Universitätspreis der Universität Duisburg-Essen. 2016 folgte der Volkmar und Margaret Sander Prize der New York University, der Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen und so weiter und so weiter. Seit 2015 hat er den ehrenvollen ersten Ruf auf die Ludwig-Börne-Professur an der Justus-Liebig-Universität in Gießen erhalten. Wir sind nun gespannt auf Ihren Vortrag, lieber Herr Leggevi. Damit es keine Störungen während des Vortrags gibt, hat Professor Leggevi seinen Beitrag vorab auf Video aufgezeichnet. Wir werden uns das gleich ansehen. Und anschließend, meine Damen und Herren, können wir dann in die Diskussion einsteigen. Vorher aber holen wir Herrn Leggevi nochmal persönlich ins Bild. Er ist ja schon zu sehen, damit Sie zumindest schon einmal virtuellen Blickkontakt mit ihm herstellen können. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung und auch Dank für die Gelegenheit, diese schöne Veranstaltung an ihr teilzunehmen, sie sogar einleiten zu dürfen.
Was Sie jetzt hören werden, ist kein politikwissenschaftlicher Vortrag. Planetar Denken geht etwas darüber hinaus und ich möchte Sie mitnehmen auf eine Art virtuelle Raumfahrt. Das Buch, was wir geschrieben haben, was im Frühjahr erscheint mit Friedrich Hanusch und Erik Meyer, ist gewissermaßen die Vorlage und wir verfolgen darin einen inter- und transdisziplinären Ansatz. Und das kommt aus dieser gerade genannten Zeit, erstens im Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen und zweitens im BBGU. Vielleicht ist der Vortrag etwas lang geraten, das gebe ich von vornherein zu. Trotzdem wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und freue mich dann auf Ihre Fragen. Vielen Dank, Herr Leggevi, und dann bitte ich die Regie, das Video zu starten. In 1968, Apollo 8 went to the moon. They didn't land, but they did circle the moon. And I was watching it on television, and at a certain point, one of the astronauts casually said, "We're going to turn the camera around and show you the Earth." And he did. And that was the first time I had ever seen the planet hanging in space like that. And it was profound. I think that for me, like for many other people, it was quite a shock. I don't think any of us had any expectations about how it would give us such a different perspective. I think the focus had been, we're going to the stars, we're going to the other planets, and suddenly we look back at ourselves, and it seems to imply a new kind of self-awareness. One of the astronauts said, when we originally went to the moon, our total focus was on the moon. We weren't thinking about looking back at the Earth. But now that we've done it, that may well have been the most important reason we went. In Zeiten galoppierenden Artensterbens, beschleunigten Klimawandels und akuter Pandemie ist alles Leben auf unserem Planeten in Gefahr. Dass etwas anders werden muss, radikal anders, liegt auf der Hand. Doch die erhofften Durchbrüche lassen auf sich warten. Kann es sein, dass wir noch immer nicht weit genug denken? Planetardenken beschreibt einen grundlegenden Wandel von Weltanschauung und Weltbild, eine grenzenüberschreitende Denkform, die wir in unserem Buch und einem Panel on Planetary Thinking nachvollziehen, bildhaft beschreiben und an Beispielen plausibel machen. Und wir reflektieren die Konsequenzen dieser Denkform für gesellschaftliches und politisches Handeln. Es verstärkt sich der Eindruck vom Ende der Welt, wie wir sie kannten. Das könnte der Planetary Moment werden, eine Wende, die die erd- und menschenzentrierte Leitidee der Globalisierung hinter sich lässt. Im ersten Kapitel, Overview, betreten wir den planetaren Denkraum aus Sicht der Raumfahrt, die, so der englische Ausnahmeastronom Fred Hoyle schon 1948, schlagartig die Begrenztheit und Bedingtheit menschlicher Existenz auf dem Raumschiff Erde zu erkennen gab und das Thema Nachhaltigkeit auf die Tagesordnung setzte. Wir stellen Vorläufer der planetaren Perspektive vor, denen der Dualismus von Natur und Kultur stets zu starr erschien, von den holistischen Vorstellungen indigener Kulturen bis zu den jüngsten Ansätzen einer interdisziplinären Erdsystemforschung. Im zweiten und Hauptkapitel Engführung breiten wir das Repertoire planetaren Denkens aus, nähern uns seiner poetisch-epistemischen Semantik an und schlagen eine Sortierung vor. Damit geraten konkrete Wechselwirkungen zwischen Planeten und Menschen in den Blick,
die wir anhand einschlägiger Beispiele aufzeigen. Warum führte das Weltraumwetter beinahe zum Dritten Weltkrieg? Und wie ist es mit dem Anthropogenic Space Weather umzugehen? Warum markierte ein Zyklon die Geburtsstunde des Staates Bangladesch? Sollten wie im Pleistozänpark vergangene Erdzeitalter wieder zu Leben erweckt werden? Was lernt man aus dem Columbian Exchange, der Vernetzung eines transatlantischen Raums, für den Martian Exchange, für ausgreifende interplanetare Konstellationen? Und wie klingt eigentlich eine Pandemie? Im dritten Kapitel Durchführung reflektieren wir die Konsequenzen planetaren Denkens für die Politik einer Weltgesellschaft, die nationalstaatlich borniert ist und unter so enormem Zeitdruck steht, dass zur Vermeidung des Kollaps großtechnische Lösungen, künstliche Intelligenz und sogar Terraforming, die Umgestaltung anderer Planeten in erdähnlich bewohnbarer Himmelskörper, erwogen werden. Wir skizzieren allerdings lieber die Umrisse einer planetaren Umweltverfassung, die auch nichtmenschliche Akteure als Wirkmächtige und Mitwirkende einbezieht. Im Schlusskapitel Down to Earth resümieren wir Prinzipien planetaren Denkens im Blick auf die akute Pandemie und legen planetare Denkpfade für Schulen und Universitäten, für die Politikberatung und den Wissenstransfer in die Gesellschaft aus. Bevor wir nun den planetaren Denkraum betreten, möchten wir Sie bitten zu überlegen, welche Planeten Sie hier sehen. Die Beantwortung der Frage bildet zugleich die Herausforderung planetaren Denkens und wir möchten Sie um Geduld bitten, bevor die Spannung aufgelöst wird. So kommen, dass wir das Offene schauen, lautet eine Zeile in Friedrich Hölderlins Brot und Wein. Wer in den planetaren Denkraum eintritt, kommt mit ins Offene. Planetary Thinking ist kein etabliertes Wissensparadigma, auch nicht die allerneueste wissenschaftliche Wende. Wir propagieren keinen Planetary Turn, sondern präsentieren, problematisieren und plausibilisieren eine Denkrichtung, die in räumlicher, zeitlicher und materieller Hinsicht auch über das zuletzt viel diskutierte Anthropozän hinausreicht und dem Nachdenken über die Zukunft der Menschheit neue Impulse gibt. Planetar geht zurück auf Planis, das altgriechische Wort für umherschweifend und irrend, womit die Losgelöstheit der Sterne im Weltall umschrieben wurde. Das Wort wanderte ins Lateinische und Mittelhochdeutsche in eben jener Doppeldeutigkeit, die ihm auch der aktuelle Duden noch gibt, als ein Himmelskörper unter vielen, beziehungsweise als dieser Planet Erde. Das markiert ein Hier und Dort, unten und oben, innen und außen, die in planetarer Perspektive doch untrennbar eins sind. Bezeichnete planetarisch anfangs vornehmlich extraterrestrische Regionen, wurde der Begriff in der Neuzeit zur Introspektion des Planeten Erde verwendet, dessen biologische, geologische und kulturelle Vielfalt Reiseberichte, Handelsverkehr und Telekommunikation ins allgemeine Bewusstsein hoben. Die Idee des Kosmopolitismus stellte dem eine universale, normative und moralische Ordnung zur Seite, die bei Immanuel Kant in der Fähigkeit und Verpflichtung zur Gastfreundschaft gipfelt. Parallel formierte sich der Weltmarkt und schuf mit dem freien Handel und arbeitsteiliger Produktion das, was heute unter Globalisierung subsumiert wird. Globus, Welt, Erde, die Trinität des modernen, säkularen Menschen, bekommt im planetaren Denken eine vierte Dimension. Planetardenken ist nicht identisch, aber verwandt mit und Teil von Kosmologien und Kosmogonien, den Lehren vom Ursprung, Entwicklung und Strukturen unseres Planeten im Universum. Im Kern stehen jeweils letzte Fragen nach Raum und Zeit, über die Herkunft und Bestimmung des Menschen auch nach dem Tod. Es geht um die Bedingungen, unter denen man in Frieden mit anderen Menschen und im Einklang mit der natürlichen Umwelt leben kann, auch um die Abhängigkeit von höheren Mächten und Erfahrungen jenseits primärer Sinneswahrnehmung. Konstitutiv war der Dualismus von Himmel als Sitz der Götter und Erde als vorhandener Lebenswelt. Während kosmische Phänomene im abendländisch-westlichen Denken rationalisiert wurden, haben Mythologien in außereuropäischen Kulturen, aber auch in der Alltagswelt modern-westlicher Gesellschaft ihren Stellenwert behalten.
Auch in der ökologischen Debatte wurden sie als Korrektive einer analytisch-instrumentellen Verkürzung des Naturverständnisses herangezogen. Hier eine frühe Variante kosmologischen Denkens, 64 aus jeweils 6 durchgehenden oder einmal gebrochenen Linien bestehenden Hexagramme des chinesischen Buchs der Wandlungen, I Ching, dessen Ursprünge im 3. Jahrtausend vor Christus liegen. Planetardenken heißt, die Erde epistemologisch, lebensweltlich und ethisch als Planeten anzuerkennen. Menschliches Leben und Zusammenleben also durch einen sich stets wandelnden Planeten zu verstehen, der sich räumlich vom Erdkern bis in den interplanetaren Raum erstreckt, zeitlich von der Nanosekunde bis zur geologischen Tiefenzeit dehnt und materiell vom Elementarteilchen bis zur dunklen Materie im Weltraum erstreckt. Mannigfaltige Wechselwirkungen zwischen Mensch und Planet rücken ins Erkenntnis- und Handlungsinteresse. Wie wir die Welt wissen und in ihr Zusammenleben gestalten, bedingen sich gegenseitig. Eine planetare Perspektive einzunehmen, heißt dann von vornherein, die Relationierung, die Inbeziehungssetzung menschlicher Existenz im Universum und die Relativierung der vorherrschenden anthropozentrischen Sichtweise. Der eingangs evozierte Overview-Effekt, der Blick aus einem Raumschiff zurück auf die Erde, der hartgesottene Astronauten in demütiges Schwärmen und zorniges Aufbegehren versetzt hatte, leitete die Umkehrung des Erde-Himmel-Verhältnisses ein. Mit dem Ultraview-Effekt, hier ein Blick aus der ISS-Raumfähre, wird die parallele Erfahrung bei der Ansicht der Milchstraße aus der Umlaufbahn des Mondes bezeichnet. Noch radikaler erweisen sich Relativierung und Relationierung beim Pale Blue Dot, dem 1990 entstandenen Foto der Erde, das auf Anregung des US-amerikanischen Astronomen Carl Sagan von der Raumsonde Voyager 1 aus einer Entfernung von etwa 6 Milliarden Kilometern aufgenommen wurde und bis heute das aus dem größten Abstand gemachte Bild der Erde ist. Das ist hier, das ist zu Hause, das sind wir, kommentierte Sagan den bleichen blauen Punkt am Firmament. Der entrückte Blick auf die Erde unterstreicht die nur scheinbar verinnerlichte Gewissheit, dass wir uns im Weltall befinden, schon immer befanden und niemals irgendwo anders sein können. Wir sind a priori planetare Lebewesen und leben auf dem sprichwörtlich sogenannten Raumschiff Erde, das mit einem begrenzten Set an Ressourcen ausgestattet ist und sich in hoher Geschwindigkeit durch das Weltall bewegt. Die Bedingungen für Leben ergeben sich nicht allein im Zusammenspiel unendlich vieler Faktoren auf der Erde, sondern aus Gegebenheiten des Universums. Ganz basal von einer angemessenen Sonnenstrahlung bis zu den Gesetzen der Gravitation und ständig ausgefächert durch neue Erkenntnisse laufender Missionen wie Solar Orbiter. Die Aufnahme, hier eine Neubearbeitung zum 30. Jahrestag, betont die Paradoxie unserer Extraterritorialität. Wir entfernen uns von der Erde als Raum, um mit ihr verbunden zu bleiben und im Akt des Entfernens sogar noch tiefer zu verbinden. Der Rest der Menschheit verbleibt sozusagen in Platons Höhle und muss die Projektionen des Planeten mit den auf der Erde entwickelten Paradigmen zu deuten lernen und vereinbaren. Dem Nature Writing interpretativer Literaturstudien zu denken wie ein Planet korrespondiert neuerdings die sensorische Erfassung des Erdsystems. Planet Writing, im wahrsten Sinne des Wortes zu erden, heißt, die symbolische Einfühlung mit einer empirischen Sensorik zu kombinieren. Das geschieht auf der Ebene einzelner Earthlings, Erdlinge wie Bäume, die über ihre hydraulischen Funktionen und über ihr Wachstum, sagen wir, twittern. Wie sich der Mensch eine Pulsuhr anlegt, um seinen Gesundheitszustand zu checken, wird der Baum mit einem Sensor versehen und berichtet seine Eindrücke. Die kanadische Forstwissenschaftlerin Susan Simard, die sich für in neu angelegten Aufforstungen besonders häufige Baumerkrankungen interessiert, fand mit DNA-Analysen an Pilzkulturen heraus, wie Bäume untereinander und mit ihrer Waldumgebung kommunizieren, indem Pilzfäden auch Bäume verschiedener Arten unterirdisch verbinden. Die Erkenntnisse sind erstaunlich und erinnern an frühe Einsichten in Seelenleben und Sozialität von Tierpopulationen. Zitat: Kohlenstoff, Wasser, Nährstoffe, Alarmsignale und Hormone können durch diese unterirdischen Kreisläufe von Baum zu Baum gelangen.
Ressourcen fließen in der Regel von den ältesten und größten Bäumen zu den jüngsten und kleinsten. Von einem Baum erzeugte chemische Alarmsignale bereiten Bäume in der Nähe auf Gefahren vor. Sämlinge, die von den unterirdischen Lebensadern des Waldes abgetrennt wurden, sterben viel häufiger als ihre vernetzten Gegenstücke. Und wenn ein Baum am Rande des Todes steht, hinterlässt er seinen Nachbarn manchmal einen erheblichen Teil seines Kohlenstoffs. Seismografische Messungen vom Erdinneren bis in den interplanetaren Raum per Satellit bilden mittlerweile eine ganze informationsökologische Infrastruktur, ein planetares Monitoring. Solche Datenerhebungen über den Planeten Erde bilden die Grundlage der Interpretation von Erdsystemmodellen, sind somit das Sprachrohr des Planeten und erlauben die Projektion alternativer Zukunftsszenarien. Dabei zeigen die Modelle, wie Prozesse, die auf unterschiedlichen Skalen ablaufen und die durch belebte wie unbelebte Materie hervorgebrachten Stoffströme beinhalten, auf so komplexe wie prekäre Weise ineinandergreifen. Sie zeichnen nach, wie hier dargestellt, Anthroposphäre, Geosphäre und Biosphäre unter dem Einfluss externer Faktoren wie Sonneneinstrahlung, Vulkantätigkeit und Klimawandel wechselseitig bedingten Veränderungen unterliegen. Zu den naturwissenschaftlichen Kernfächern werden neuerdings vermehrt sozial- und kulturwissenschaftliche Beiträge herangezogen, womit auch politische Institutionen und kulturelle Wertsysteme in den Blick kommen. Der eiserne Vorhang zwischen den Fakultäten ist damit hochgezogen. Und man sollte die Natur nicht länger für stumm und reglos halten, wenn sie sich auf diese Weise auch in politischer Hinsicht artikulieren kann. Wer es nicht glauben mag, der höre nur genauer hin, wie der Berg Hochvogel im Allgäu das womöglich bevorstehende Auseinanderbrechen seines Gipfels mit einem vernehmbaren Brummen annonciert. Planetar zu denken beschränkt sich aber nicht darauf, Organismen und Materien als Indikatoren dafür zu betrachten, dass systemstabilisierende Steuerungsmaßnahmen ergriffen werden sollten. Aus dieser Perspektive sind sie vielmehr selbst Subjekte planetarer Politik, die relevante Aspekte artikulieren, deren Wahrnehmung vor allem durch digitale und Informations- und Kommunikationstechnologien möglich werden kann. Der Planet wird artifiziell empfindungsfähig. Der Planet Erde ist kein solider Block, der sich bei gutem Willen menschenfreundlich entwickeln ließe. Er bleibt Teil einer komplexen, fluiden und riskanten Biosphäre. Wir denken sie auch somatisch, wenn wir unseren Körper in Sonnenstrahlen wärmen, in einer Sturmnacht erschaudern oder uns bei einem leichten Beben ängstigen. Diese Vulnerabilität ist konstitutiv für das Menschsein. Nur wer dieses gelegentliche Ausgesetztsein als konstanten Lebensumstand an sich herankommen lässt, kann die Sinnhaftigkeit eines trotz allem bewohnbaren Planeten einsehen und die Existenz der anderen anerkennen. Der Planet wird artifiziell empfindungsfähig. Wer es nicht glauben mag, der höre nur genauer hin, wie der Berg Hochvogel im Allgäu das womöglich bevorstehende Auseinanderbrechen seines Gipfels mit einem vernehmbaren Brummen annonciert. Und auch wir denken die Erde somatisch. Wenn wir unseren Körper in Sonnenstrahlen wärmen, in einer Sturmnacht erschaudern oder uns bei einem leichten Beben ängstigen. Diese Vulnerabilität ist konstitutiv für das Menschsein. Und nur wer dieses gelegentliche Ausgesetztsein als konstanten Lebensumstand an sich herankommen lässt, kann die Sinnhaftigkeit eines trotz allem bewohnbaren Planeten einsehen und die Existenz der anderen anerkennen. Solche Datenerhebungen über den Planeten Erde bilden die Grundlage der Interpretation von Erdsystemmodellen, sind somit auch ein Sprachrohr des Planeten und erlauben die Projektion alternativer Zukunftsszenarien. Dabei zeigen die Modelle, wie Prozesse, die auf unterschiedlichen Skalen ablaufen und die durch belebte wie unbelebte Materie hervorgebrachten Stoffströme beinhalten, auf so komplexe wie prekäre Weise ineinandergreifen. Sie zeichnen nach, wie, hier dargestellt, Anthroposphäre, Geosphäre und Biosphäre unter dem Einfluss externer Faktoren wie Sonneneinstrahlung, Vulkantätigkeit und Klimawandel wechselseitig bedingten Veränderungen unterliegen. Zu den naturwissenschaftlichen Kernfächern werden neuerdings vermehrt sozial- und kulturwissenschaftliche Beiträge herangezogen, womit auch politische Institutionen und kulturelle Wertsysteme in den Blick kommen.
Der eiserne Vorhang zwischen den Fakultäten ist damit hochgezogen. Und man sollte die Natur nicht länger für stumm und reglos halten, wenn sie sich auf diese Weise auch in politischer Hinsicht artikulieren kann. In dem breiten Spektrum planetaren Denkens konvergieren diese formalisierten Betrachtungen des Erdsystems wieder mit spirituell-physisch geprägten Konzepten indigener Kulturen, die uns so unterschiedliche Ethnologen wie Philipp Descula, Eduardo Viveros de Castro oder Robin Wright an der Amazonasregion deutlich gemacht haben. Ein Beispiel ist das von den Einwohnern Sarayakus in Ecuador tradierte Konzept der Kafsaksasha, des lebendigen Waldes. Wir zitieren aus einer Selbstbeschreibung. Kafsaksasha ist ein Lebewesen mit Bewusstsein, das aus allen Wesen des Dschungels besteht, vom winzigsten bis zum größten und höchsten. Es schließt die Wesen der tierischen, pflanzlichen, mineralischen, spirituellen und kosmischen Welt in die Kommunikation mit den Menschen ein und gibt ihnen das, was notwendig ist, um ihre psychischen, physischen und spirituellen Seiten wiederzubeleben und so die Energie, das Leben und das Gleichgewicht der frühen Völker wiederherzustellen. In den Wasserfällen, Lagunen, Sümpfen, Bergen, Flüssen, Bäumen und anderen Orten des Territoriums leben die Schutzwesen von Kafsaksasha und entwickeln ein Eigenleben ähnlich dem der Menschen. Der Kafsaksasha überträgt das Wissen an die Yatschak, die weisen Ältesten, damit sie in der Welt der Schutzwesen des Dschungels interagieren können, um das Gleichgewicht des Pachamana aufrechtzuerhalten, die Menschen und die Gesellschaft zu heilen. Dieses Wissen wird methodisch gepflegt und an neue Generationen weitergegeben. Das natürliche Gleichgewicht des Universums, die Harmonie des Lebens, die kulturelle Dauerhaftigkeit, die Existenz von Lebewesen und die Kontinuität des Kafsaksasha hängen von der Beständigkeit und Übertragung der Kräfte der Selva-Beschützerwesen ab. Es liegt auch an diesen Wesen und dem Yatschak, ein Verhältnis von Respekt und Gleichgewicht zwischen Menschen und Wesen des Dschungels aufrechtzuerhalten. Zitat Ende. Der planetare Denkraum endet auch nicht an den Grenzen der Erde. Aus Beobachtungen der biosozialen Lebenswelt der Erde wissen wir, wie das Leben eine eigene Form kosmischer Macht werden kann. Je stärker Menschen die Erde bearbeiten, desto mehr kam der Planet zum Vorschein, stellte der indische Historiker Dipesh Chakrabarty fest. In einem ersten Fazit können wir nun grob 4 Wissensdimensionen planetaren Denkens festhalten. Die poetische und die epistemische Sprechweise, die empirisch-analytische und kritisch-transformative Methode. Wie lässt sich die Spannung zwischen Wissenschaftsdiskurs und Kunstmetaphorik fruchtbar machen? Wie steht es um die menschlich-soziale Handlungsfreiheit des Menschen als planetarer Spezies, wenn diese weniger als ingeniöser Treiber einer gefährlichen Entwicklung erscheint, denn als ein ratlos getriebener, der sich nicht einfach zum Hauptakteur einer großen Transformation aufschwingen kann, aber ebenso wenig als Vollstrecker posthumaner Prozesse und künstlicher Intelligenz aus dem Spiel nehmen darf. Gelten noch bewährte Objektivitätsideale und strikte Werturteilsfreiheit oder erfordert planetares Denken eher eine engagierte Transdisziplinarität und die Ausrichtung als transformative Wissenschaft? Und damit zusammenhängt, wie kann sich planetares Denken jenseits des akademischen Milieus in einem Reallabor nachhaltiger Gesellschaft, Wirtschaft und Politik nützlich machen. Nach der Genealogie einer planetaren Perspektive gilt es nun, einen systematischen Zugang zu entwickeln und die im planetaren Denken anzutreffenden Konzepte und Vokabularien genauer zu betrachten. Denken wir planetar, wissen wir um die Erde als Planeten und verstehen menschliches Zusammenleben durch ihn. Die Begegnung mit dem Planeten enthüllt die Bedingung für menschliche Existenz und ist ihr gegenüber doch zutiefst gleichgültig. Bei der Bestimmung des Verhältnisses von Menschen und Nichtmenschlichem dringen wir in Regionen vor, in denen wir definitiv abwesend sind. Wir verzichten nun auf irreführende Metaphern, auf die Vermenschlichung des Planeten als Patient oder Mutter, seine Technisierung als Raumschiff oder die Vergöttlichung zur Gaia. In Anlehnung an den Wissenschaftstheoretiker Ludwig Fleck kann man planetares Denken als einen Denkstil bezeichnen und die wachsende Gruppierung von Forschern und Laien, die es vorantreiben, als Denkkollektive, dessen Mitwirkende eine breite Palette
von Forschungssträngen bündeln. Das entscheidende Kriterium unserer Tour d'Horizon durch den Denkraum lautet: kreist der Ansatz um die Erkenntnis der Erde als Planeten. Ein wichtiger Indikator sind jüngst gegründete wissenschaftliche Zeitschriften, die den bislang für die Astronomie reservierten Terminus, wenn ich im Namen, dann doch auf dem Cover platzieren. The Anthropocene Review, Earth System Governance, One Earth, Journal of Big History, Elementa, Science of the Anthropocene, Global Sustainability, Nature Sustainability oder Anthropocenes. Wir schlagen nun eine für viele Disziplinen anschlussfähige Konzeptualisierung planetaren Denkens vor. Wir definieren Planet-Mensch-Beziehung als Grundelemente planetaren Denkens. Wir wollen wissen, wie die Wechselwirkungen zwischen diesen Elementen beschaffen sind, stellen Überlegungen zur Normativität des Planetaren an und erörtern schließlich, wie diese Art zu denken eigene Wissensökologien herausbildet und welche Forschungsagenden damit einhergehen. Anhand ausgewählter empirischer Konstellationen illustrieren wir einige konkrete Untersuchungsgegenstände, die schon auf ein dem planetaren Denken angemessenes planetares Handeln verweisen. Planet-Mensch-Beziehungen erstrecken sich räumlich, zeitlich und materiell per se auf planetaren Skalen, die menschlich, planetar wie auch co-initiiert sein können. Das naheliegende Beispiel sind Erdbeben. Sie können durch Plattenverschiebungen der Erdtektonik entstehen, genau wie als Folge menschengemachter Staudämme oder auch co-initiiert sein, durch den Bergbau in ohnehin fragilen Regionen. Analog gilt das für das Weltraumwetter. Dessen durch die Magnetosphäre stabilisierte Lage kann durch starke Sonnenwinde ebenso wie durch Atombombenversuche ins Wanken geraten und die Technosphäre beschädigen. Planet-Mensch-Beziehungen existieren durchgängig. Erst im Störfall erscheinen sie handelnd, womit diese Beziehung selbst als ein Quasi-Akteur auftritt. Grundsätzlich werden Planet-Mensch-Beziehungen folgende Eigenschaften zugesprochen. Sie sind metabolisch, da sie Stoffströme zwischen Planeten und Menschen betreffen. Zweitens sind sie rezentrierend, da sie den Menschen seiner Sonderstellung entheben, ohne ihn damit aus seiner Verantwortung zu entlassen. Drittens sind sie transversal, da Dinge und Konzepte wie Natur und Kultur verbunden werden, ohne sie ineinander aufzulösen. Metabolisch sind Planet-Mensch-Beziehungen, weil ihnen stets ein materieller Austausch zugrunde liegt, der bereits darin besteht, dass rund die Hälfte der menschlichen Körpermasse nicht aus unserer Milchstraße, sondern aus anderen Galaxien stammt, also planetaren Kräften, durch die das Karbon, das Jura oder die Trias regelrecht in menschliches Blut, menschliche Körper und Kollektive gelangt sind. Diese vermeintliche Unmenschlichkeit des Planetaren ist ein Teil von uns. We are walking, talking minerals, heißt es im Rückgriff auf Vernadsky. Ausgearbeitet wurde dies etwa im vitalen Materialismus. Jane Bennett hinterfragt da, ob Unterschiede zwischen der menschlichen, tierischen, pflanzlichen und mineralischen Seinsweise so eindeutig festzulegen sind, wie es die westlich-kartesianische Denktradition nahelegt. Die eingeübten Oppositionen von aktiver menschlicher Subjektivität und passiver Materialität werden im planetaren Denken fluide. Auch anorganische Materie wird als eigenartig lebendig wahrgenommen. So käme dem Materiellen Handlungsfähigkeit zu. Im Sinne von Wirkmächtigkeit, womit Handeln nicht allein als absichtsvolle Aktion zu verstehen ist, sondern als das Erzielen einer Wirkung. Anorganische, organische und menschliche Aktivitäten sind gekoppelt und stehen in Wechselwirkungen, ohne dass damit eine Gleichrangigkeit einherginge, die das spezifische Handlungsvermögen des Menschen entwertet. Umgekehrt führt der Anthropomorphismus der unbelebten und animalischen Natur dazu, den Menschen a priori als materielles Wesen anzuerkennen, seine Verwandtschaft mit nichtmenschlichen Materialitäten zu respektieren und die Genossenschaft von Dingen, Pflanzen und Tieren im planetaren Gefüge anzuerkennen. Die Bewertung der menschlichen Handlungsmacht in einer Welt voller nichtmenschlicher Einflüsse verändert sich mit diesem Blick. So wie Nesseltiere ein biologisch erzeugtes Gestein herstellen, das wir Korallenriff nennen, sind Infrastrukturen in Form von Hochhäusern und Straßen letztlich auch um ein biologisch erzeugtes Gestein gebaut. Auch die über die Erdplatten ausgedehnte Praxis der Sklavenarbeit erscheint so in einem anderen Licht.
Die Populationsdynamiken zwischen den Kontinenten brachten, vermittelt über neue Techniken der Pflanzenzucht der verschleppten afrikanischen Menschen, veränderte Landschaftsökologien auf beiden Seiten des Atlantiks hervor, die bis heute erkennbar und wiederum selbst wirkmächtig sind. Vor allem zwei Denkschulen tragen zur integralen Betrachtung der Wechselwirkungen von Planet-Mensch-Beziehungen bei: Relationismus und Komplexitätsforschung. Dem Relationismus zufolge lassen sich Eigenschaften von etwas nur relativ zu anderem sinnvoll interpretieren, womit vor allem relationale Entitäten existieren. Solche Annahmen trifft man vornehmlich in interpretativen und qualitativ arbeitenden Forschungssträngen an, von der Systemtheorie bis zur theoretischen Ökologie, die letztlich alle um Relationalitäten, ein Geflecht komplexer Beziehungen wie Metanetzwerke oder, wie es dann heißt, Assemblage von Assemblage kreisen. Stehen im planetaren Denken Wechselwirkungen zwischen Planet-Mensch-Beziehungen im Vordergrund, so ist mithilfe der Relationalitätshypothese zu klären, was als Wechselwirkung von Planet-Mensch-Beziehung zu verstehen ist, eine relationale Ontologie, wie wir solche Verhältnisse erkennen können, eine relationale Epistemologie, und wie wir diese Wechselwirkungen ausgestalten sollen, eine relationale Ethik, und wie diese drei Ebenen wiederum miteinander verschränkt sind. Verknüpfen kann man das mit den Ergebnissen der Komplexitätsforschung. Sie verfügt über ein etabliertes Set an Konzepten wie Emergenz, Adaptation und Selbstorganisation. Exemplarisch beschreibt das Konzept der fehlenden Gleichgewichtszustände Veränderung als das einzig Stete. Die Wechselwirkungen zwischen Planet-Mensch-Beziehungen lösen Dynamiken aus, aufgrund derer der Planet höchstens für sehr kurze Zeiten als verhältnismäßig stabil gelten kann. Das bedeutet, Gesellschaften bringen Verhältnisse hervor, die sich auch bei größeren Einwirkungen kaum verändern, also Pfadabhängigkeiten aufweisen. Und solche, die selbst bei kleinsten Störungen in einen anderen Zustand umschlagen, sogenannte Bifurkationen. Und solche, die trotz vermeintlich stabiler Grundbedingungen vollkommen chaotisch erscheinen, so der bekannte Schmetterlingseffekt. Und damit sind wir drittens bei normativen Fragen. Entscheidungen darüber, wie man auf diesem oder gar auf einem anderen Planeten weiterleben, gut leben oder mit dem Verlust von Leben umgehen soll, hängen wesentlich von Einsichten ab, wie das Universum als Ganzes funktioniert, ganz unabhängig von unseren Einflussmöglichkeiten. Normative Prämissen sind neu zu verhandeln, wenn im planetaren Denken deskriptive und womöglich auch präskriptive Prämissen ins Wanken geraten. Die Bandbreite reicht hier vom Anti-Anthropozentrismus, Planet First, über die Verantwortungsübernahme des Menschen für Planet-Mensch-Beziehungen, Wechselwirkung First, bis hin zur Überschreibung des Planeten an den Menschen zur freien Nutzung, Menschen First, oder an eine posthumane Artificialität, Technology First. In der Sprache der Bibel von Macht euch der Erde untertan bis zu Macht euch die Erde untertan. Uns erschien die von vielen postulierte posthumanistische Wende wie ein Eskapismus, eine Flucht aus der Übernahme von Verantwortung und der Hinweis auf die planetare Komplexität dann eher wie eine Ausrede. Zwei bewährte Konzepte, die den Raum für eine solche tentative Ethik des Planetaren aufspannen, sind Habitabilität, die Bewohnbarkeit, und Hospitalität, die Gastfreundschaft. Die Habitabilität der Erde hängt nicht von ihrem angemessenen, nicht nur von ihrem angemessenen Abstand zur Sonne allein ab. Seit unvordenklichem Zeitraum muss Energie für Stoffwechsel und Reproduktion von Lebewesen, ausreichend Wasser, ausreichend Kohlenstoff für den Aufbau komplexer Moleküle vorhanden sein. Eine Ethik der Habitabilität legt dar, wie Menschen ihr Verhältnis zur Bewohnbarkeit des Planeten ausgestalten dürfen, wie übrigens potenziell der anderer bewohnbarer Planeten, die Menschen aufgrund ihres Entdeckergeistes besiedeln wollten, wenn die Tragfähigkeit der Erde überstrapaziert ist. Gastfreundschaft ist als zweites planetar relevantes und normatives Konzept, ist im philosophischen Kanon lange verankert. So postulierte Immanuel Kant, dass es, Zitat, allen Menschen zusteht, sich zur Gesellschaft anzubieten, vermöge des Rechts des gemeinschaftlichen Besitzes der Oberfläche der Erde, auf der als Kugelfläche sie sich nicht ins Unendliche zerstreuen können, sondern endlich sich doch nebeneinander dulden müssen,
ursprünglich an niemand an einem Ort der Erde zu sein, mehr Recht hat als der andere. Hospitalität wird heute als erweitertes Menschenrecht deklariert. Wer seinen Wohnort wegen Naturkatastrophen verlassen muss, ist kein Besucher mehr. Er oder sie kann nicht mehr zurück und ohne ein stabiles Territorium keine reziproke Gastfreundschaft ausüben. Vielmehr sind Flüchtende auf eine absolute Gastfreundschaft angewiesen, also die Geste, dem anderen eine Stadt zu geben, ohne Gegenseitigkeit erwarten zu können. Gastfreundschaft wird zur Bleibefreundschaft, wie sich im 2016 verabschiedeten UN-Migrationspakt erst in Umrissen niedergeschlagen hat. Verschränken wir nun die planetozentrische Habitabilität mit der anthropozentrischen Hospitalität, dann sind der Gastmensch und der Gastgeber Erde kein Gegenüber mehr, sondern durch die Bewohnbarkeitsfrage symmetrisch verbunden. Planet-Mensch-Beziehungen und ihre Wechselwirkung führen dann viertens weiter zur Frage nach der Methodologie planetarer Wissensökologie. Die Herausforderung besteht in der Vielzahl sich stets anändernder Perspektiven auf das Planetare, die nicht zu einer Vielzahl von Welten führen, sondern in einer Welt konvergieren, die dabei unterschiedlich beschrieben werden kann und in der ein unterschiedliches Handeln möglich ist. Planetares Wissen zielt somit nicht relativistisch darauf, jeden in seiner je eigenen Welt leben zu lassen, noch ist es monistisch. Es unterteilt nicht in einen wissenschaftlichen und einen außerwissenschaftlichen Weltzugang, sondern ist per se plural oder pluriversalistisch. Die Welt wird als ein komplex, vielfältig verwobenes Gefüge angesehen, dem mit einer nichtlinearen Vorstellung von Kausalität, komplexer Wechselbeziehung und einem Set inter- und transdisziplinärer Methoden beizukommen ist. Die Anlage planetarer Wissensökologien ist somit eher eine Art evidenzbasierter Entwurfsaktivität mit hoher Variabilität und andauernder Neukomposition. In dieser Tätigkeit des Designs ist der genuin menschliche Aspekt planetaren Wissens verkörpert und jegliche Formgebung von Wissen ist ein Akt, der sich nicht rein intellektuell vollzieht, sondern Teil einer Lebenspraxis ist, exemplarisch im Erleben des Overview-Effekts. Planetares Wissen hat somit eine reflexive oder in der Sprache der Optik diffraktive Qualität. Bei einer Wissensökologie handelt es sich um einen ethisch-onto-epistemologischen Rahmen, der eine Vielzahl sich mit dem Wissenszuwachs ändernder Annahmen und Erklärungen einbeziehen kann, die die Erde letztlich als Planeten erkennen und anerkennen. Auf diese Weise soll der originär denkende Teil des Planeten mit dem nicht denkenden Teil konvergieren, postulieren Nigel Clark und Bronislav Dzerzhinsky in ihrem jüngst erschienenen Buch Planetary Social Thought. Mit dem Terminus Planetary Multiplicity wollen sie verdeutlichen, dass der Planet Erde, da er sich selbst ändert oder zur Veränderung veranlasst wurde, in vielen unterschiedlichen Erden Gestalt angenommen hat. Der Planet Erde wird sich also auch immer wieder selbst fremd. Earthly Multitudes heißen die Verbindungen, die Menschen mit der sich permanent verändernden Erde eingehen, mitsamt der Herausforderungen, die sich durch evolutionäre Selbstordnung und disruptive Variation des Planeten ergeben. Menschliche Pluralität und soziales Anderssein hängen zusammen mit der Fähigkeit der Erde, sich selbst zu differenzieren und sich selbst fremd zu werden. Damit sind die meist getrennt betrachtete biologische und kulturelle Diversität nicht identisch, aber verwandt. Somit kommen wir auch zur Auflösung des kleinen Rätsels. Welcher der abgebildeten Planeten ist die Erde? Sie wissen es längst, alle. Die Erde war tiefenzeitlich gesehen viele unterschiedliche Planeten und wird noch mehrmals eine andere werden. Oben links sehen wir eine Wasserwelt, bevor sich die Kontinente bildeten. Daneben eine Schneeballerde mit starker Vergletscherung. Rechts oben der Planet kurz nach einem Asteroideneinschlag und unten links unsere heutige Erde. Und daneben eine uns hoffentlich erspart bleibende Erde ohne Ozean und eine verglühende Erde bei immer heißer werdender Sonne. Folglich, wenn wir derart zum Worldmaking beitragen, stellen planetare Wissensökologien wissenschaftstheoretische Grundannahmen zur Disposition, die herkömmlich im Objektivitätsideal und Werturteilsfreiheit verankert sind und mit den folgenden Forschungsfragen ein transformativer Anspruch immanent ist. Retrospektiv. Wie haben uns planetare Kräfte geformt? Wie konnten wir planetare Kräfte erlangen, welche die Erde zu transformieren vermögen?
gegenwartsbezogen. Wie können Menschen mit den unregelmäßig regelmäßigen planetarischen Veränderungen außerhalb ihres Einflusses umgehen? Was bedeutet es, solche Kräfte zu besitzen? Wie sind sie einzusetzen oder zurückzuhalten? Prospektiv. Welche planetaren Kräfte jenseits unseres Einflusses können wir antizipieren und wie sollen wir damit umgehen? Mit welchen planetaren Dynamiken können wir uns zusammenschließen oder wieder vereinen? Welche Zusammenschlüsse sollten wir nach Möglichkeit beenden? Fragen dieser Art gehören zu einer planetaren Forschungsagenda, die Mensch und Planet gleichermaßen berücksichtigt und damit die auf konkrete Policy-Herausforderungen konzentrierte Nachhaltigkeitsforschung, genau wie die epochale, ein vom Menschen geschaffenes Erdzeitalter fokussierende Anthropozän-These hinausgeht. Anhand historischer Ereignisse und Zäsuren stellen wir in unserem Buch konkrete Konstellationen zwischen Planeten und Mensch vor. Wir betrachten beispielsweise die Rolle des Wasserstoffs, vom Big Bang bis zur nachhaltigen Energienutzung. Wir stellen die Frage, was der Columbian Exchange von 1492 mit Black Lives Matter zu tun haben könnte. Erinnern an das durch hohe Vulkanaktivität verursachte Jahr ohne Sommer 1816 und das Hurricane-Ereignis Bola 1970, das zur Staatsgründung Bangladeschs führte. Behandeln den Ökozid infolge des Vietnamkriegs in den 1960er und 70er Jahren, beschreiben das Experiment Biosphere 2 von 1991 und den seit 1996 im Aufbau befindlichen Pleistozänpark, sowie die Anthropause, die mess- und hörbare Abnahme des Lärms während der ersten Pandemiephase Anfang 2020. Eine Konstellation wollen wir nun etwas genauer skizzieren, die durch außergewöhnliche Sonnenaktivität verursachte Weltkriegsgefahr 1967. Am 17. Mai 1967 fiel das Ballistic Missile Early Warning System der USA in mehreren Ländern aus. Militärs bestückten schon Bomber mit Atomwaffen in der Vermutung, die Sowjetunion habe das Frühwarnsystem für einen bevorstehenden Angriff lahmgelegt. Zum Glück konnte der Air Weather Service den Irrtum aufklären. Hier die Originalnotizen. Auslöser der Panne waren Sonnenstürme, die nicht nur das Frühwarnsystem gestört hatten, sondern auch den Funk, sodass einmal in der Luft befindliche Bomber nicht mehr hätten zurückgerufen werden können. Das als Weltraumwetter bezeichnete Phänomen, bei dem atomare Partikel durch Sternenaktivität emittiert werden, bewundern Menschen als Nordlichter, die, wie schon beim Carrington-Event 1859 und im asiatischen Raum 1770, die Magnetosphäre der Erde durchdringen und auch weiter südlich vorkommen. Solche Sonnenwinde sind potenziell verhängnisvoll durch den Totalausfall technologischer Infrastrukturen, Blackouts der Stromversorgung und der Navigations- und Telekommunikationssysteme, deren potenzielle Kosten die amerikanische Geophysikalische Union auf täglich 40 Milliarden Dollar beziffert. Auch wenn die Hinweise von Experten, die Menschheit sei bisher nur mit Glück einer solchen Katastrophe entgangen, früheren nicht ernst genommenen Warnungen vor einer Pandemie ähneln, hat sich die Politik des Themas nun angenommen. Das US-Repräsentantenhaus verabschiedete am 27. Juli 2020 ein Gesetz mit dem blumigen Namen Promoting Research and Observations of Space Weather to Improve the Forecasting of Tomorrow Act, der einem National Space Weather Strategy and Action Plan des Weißen Hauses im März 2019 folgte. Auch ganz direkt sind Menschen übrigens vom Weltraumwetter beeinflusst. Statistisch signifikante Studien weisen nach, wie sich der menschliche Herzschlag durch kosmische Strahlung und geomagnetische Aktivität verändert. Als andere Seite der Wechselwirkung ist seit Mitte des 20. Jahrhunderts das Phänomen des Anthropogenic Space Weather, anthropogenes Weltraumwetter, zu beobachten, wonach die negativen Auswirkungen atmosphärischer Kernwaffentests noch über Jahre in der Magnetosphäre nachzuweisen sind, wie etwa infolge des Atomtests Hart-Tack-Teak 1958. In Summe scheint der menschliche Effekt die Magnetosphäre allerdings zu schützen. Verantwortlich dafür sind Längswellen, wie sie zur U-Boot-Kommunikation genutzt werden, die den Van Allen-Gürtel zusätzlich verstärken. Braucht es etwa einen Weltraum-Wetterbericht analog zum täglichen Wetterbericht? Und welche Art der Resilienz sollte angesichts der potenziellen Wirkmacht des Weltraumwetters gefördert werden?
Nachdem wir Genese und Semantik planetaren Denkens ein wenig ausgebreitet haben, müssen wir nun kurz auch als Politikwissenschaftler fragen, wie sich eine planetare Politik gestalten lässt, die den tiefen ökologischen Interdependenzen gerecht wird, ohne in Resignation und Zynismus zu verfallen und die dabei auch noch demokratisch legitimiert ist. Planetare Problemstellungen wie Klima- und Artenschutz erfordern hohe lokale Aufmerksamkeit, sind letztlich aber nur überregional und multilateral zu bearbeiten. Wir würden sagen, im Zuschnitt einer planetaren Politik. Nationale Regierungen müssen über den historischen Schatten der ihnen historisch zu Gebote stehenden Staatlichkeit springen und sich eine grenzüberschreitende Umweltverfassung geben, ein Unterfangen, das in anderen Politikfeldern wie Menschenrechten und Welthandel durch internationale Gerichtshöfe und Streitschlichtungsverfahren bereits auf den Weg gebracht worden ist. Um hier also nur einen Aspekt zu nennen, für die internationalen Beziehungen und globales Regieren wäre es der berühmte Quantensprung, wenn auch die belebte wie nicht belebte Natur als bis dato ausgeschlossene andere repräsentiert und als Mitglieder der Zoopolis aufgenommen würden. Die Frage ist, ob eine solche Inklusion nur qua Respektbezeugung und Achtsamkeit menschliche Handlungsparameter einschränken würde oder demokratische Legitimität durch eine regelrechte Proxy-Repräsentation zu erweitern wäre, wie man sie auch für künftige Generationen postuliert hat. Wie radikal sollen wir den neuen Naturvertrag denken? Können Menschen mit Tieren sprechen und sie verstehen und können sie damit auch für Tiere sprechen? Oder können Tiere an und für sich sprechen und diesen auf ihre Weise mit aushandeln? Und dürfen sie dann Rechte ausüben, ohne im Sinne des klassischen Gesellschaftsvertrags auch Pflichten übernehmen zu müssen, die Menschen ihnen ohne jede Reziprozität freilich ohnehin aufbürden? Hier betritt man den spekulativen Raum demokratischer Experimente. Die Erweiterung des Zoon Politikon ist in Bruno Latours Parlament der Dinge oder Eva Mayers Interspecies Democracy angedacht, aber noch lange nicht ausgefeilt worden. Jedenfalls impliziert das Planetare nicht etwa das Ende internationaler Politik, sondern deren Radikalisierung. Zu vermeiden sind dabei Generalisierungen des Humanen genau wie des Nichthumanen. Menschheit an sich ist ebenso wenig eine Akteurskategorie wie die Natur als Ganze. Dem Multikulturalismus muss also ein Multinaturalismus entsprechen. Und bei aller wechselseitigen Bedingtheit und Interaktion soll eine nicht-kartesianische Dualität bestehen bleiben. Denn in summarischen Aussagen zur globalen Erwerbung fallen ungleiche Sozialstrukturen und variierende politische Akteure oft unter den Tisch. Praktisch könnten derzeit drei Global Governance Akteure am ehesten planetare Politik vorzeichnen. Die Europäische Union als bereits entwickelter supranationaler Akteur, der auch eine direkte demokratische Legitimation vorweisen kann. Spezieller die Environmental Non-Governmental Organizations und internationale Stewardship-Vereinigungen wie etwa die Sea Shepherd Conservation Society zum Schutz des Meeres oder IPBES, die Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, ein Zusammenschluss von 136 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zur wissenschaftlichen Politikberatung in Fragen der Erhaltung von biologischer Vielfalt und der nachhaltigen Nutzung von Ökosystemdienstleistungen, die jüngst zum One Planet Summit zusammengetroffen sind. Diese Bausteine können sich zu einem Netzwerk Earth System Governance fügen, einem multinationalen Projekt mit dem Ziel, stabile Institutionen aufzubauen, die eine langfristige Koevolution von planetaren Systemen garantiert, welche, und daran ist zu erinnern, auf der tiefenzeitlich verschränkten Koevolution von Planet und Leben aufbaut. Der allfällige Verweis auf die Pandemie, die uns beim Schreiben jederzeit umgeben hat, wäre trivial, würde sie nicht in den Kontext planetaren Denkens eingeordnet, in dem sie weder vergangen noch außergewöhnlich erscheint. Die Pandemie ist ein klassisches Hyperobjekt, welches das Walten planetarer Beziehungen wie in der Nussschale einfängt. Daran können wir noch einmal Kernelemente planetaren Denkens resümieren und, down to earth, Schlüsse für die Universitas ziehen. Eine Pandemie belegt nämlich das prekäre Verhältnis von menschlicher, tierischer und Umweltgesundheit und erfordert eine Triangulation, die über die noch ganz anthropozentrische Global Health Disziplin hinausreicht.
Nicht von ungefähr hat die medizinische Fachzeitschrift The Lancet den Übergang von Global Health zu Planetary Health gefordert. Planetary Health enthierarchisiert das Dreieck Human, Animal, Environmental Health, das die WHO im Konzept von One Health vereint hat. Im Zentrum ihrer Programme steht, bei der Bekämpfung von Geißeln der Menschheit wie Malaria, Pocken und Tuberkulose und der Eindämmung der Kindersterblichkeit, stets der Schutz des Menschen vor Gefährdungen durch Umwelt und Tierwelt. Oder die Prävention unter anderem durch die globale Erwärmung bedingter Tropenkrankheiten in klimatisch gemäßigten Zonen des globalen Nordens. Und der durch falsche Ernährung, Bewegungsmangel, Rauchen, Alkoholismus und Umweltverschmutzung verursachten Zivilisationskrankheiten. Das alles unterstellt eher eine einseitig von der belebten und unbelebten Natur ausgehende Bedrohung als umgekehrt die anthropogene Disruption natürlicher Kreisläufe. Genau das ist aber die Corona-Epidemie, eine Entgleisung des Verhältnisses von Mensch und Tier und Umwelt. Nichtmenschlichen Tieren und der nicht belebten Natur kommen eine solche Wirkmächtigkeit zu, dass ihre Klassifizierung als reine Objektbereiche unhaltbar geworden ist. Vorgeschlagen wird in diesem Sinne ein breit angelegtes Forschungs- und Bildungsprogramm Human Planetarities, das sich der Planetarisierung des Sozialen ebenso wie der Sozialisierung des Planetaren widmet. Ihre pädagogischen Formate reichen von einer Propädeutik, die von Beginn den Blick für Wechselwirkungen schärft, über Zusatzzertifikate im Rahmen eines Studium Generale bis zu Master- und Doktorandenprogramm. Es ist schwer denkbar, dass die Bildungseinrichtungen postpandemisch weitermachen wie bisher. Nicht nur mit der Anwendung digitaler Plattformen, sondern auch und gerade im Blick auf die Inhalte, die ganz zu Recht von der Generation Thunberg zur Disposition gestellt worden sind. Zu den Kernaufgaben Forschen und Lehren gehört im aktuellen Portfolio der Universitäten auch der Wissenstransfer. Die Debatte in und mit der Gesellschaft. Die Notwendigkeit und Nützlichkeit eines fundierten, allgemein verständlichen Wissenschaftsjournalismus ist ebenfalls durch die Pandemie unter Beweis gestellt worden. Auf die Weise öffnete sich die akademische Welt stärker der sie umgebenden Gesellschaft in Stadt und Land, der kommunalen Daseinsvorsorge und der politischen Beteiligung. Universitäten von unmittelbarem Praxisdruck entlastet und ohne einäugiges Spekulieren auf Exzellenzgelder könnten mehr als bisher die planetare Reflexion stiften, begleiten und moderieren. Herkömmliche Forschungsprojekte, denen Multi- und Interdisziplinarität oft nur formelhaft zur Selbstverständlichkeit geworden ist, müssen in planetarer Hinsicht inhaltlich und institutionell geschärft werden. So wird die pädagogische Provinz aufgebrochen und steht auch wieder die Selbstgenügsamkeit der Universität in Frage. Nicht im Sinne unmittelbarer Praxisrelevanz oder oberflächlicher Public Relations, sondern als vertiefte Reflexion von Praxisproblemen planetaren Ausmaßes. Das wenigstens ist man den Fridays for Futures und Scientists for Future schuldig. Fassen wir noch einmal zusammen. Planetar zu denken heißt, unsere Erde epistemologisch, ontologisch und ethisch als Planeten aller anderen anzuerkennen. Menschliches Zusammenleben also durch einen sich stets wandelnden Planeten zu verstehen, der sich räumlich vom Erdkern bis in den interplanetaren Raum erstreckt, zeitlich von der Nanosekunde bis zur geologischen Tiefenzeit dehnt, materiell vom Elementarteilchen bis zur dunklen Materie im Weltraum reicht. Der Planet tritt als vierte Dimension neben die Erde, den Globus und die Welt. Im planetaren Vokabular überlagen sich mythopoetische, analytisch-epistemische und ethisch-normative Sprechweisen, deren Grenzen bewusst verwischt und offen gehalten werden. Damit kommen diverse Wissensordnungen zur Geltung, deren gemeinsame Losung weiterhin lautet, alles ist Wechselwirkung. Es werden dabei stets mehr Fragen aufgeworfen als Probleme gelöst. Eine planetare Perspektive, weiter inspiriert durch den Overview aus dem Weltall auf die Erde und ergänzt durch das Ultraview in das weitere Universum, verbindet anthropozentrische mit planetozentrischen Sichtweisen. Das Anthropozän würde missverstanden, wenn es die menschliche Einwirkung auf den Planeten Erde erkennt und daraus anthropozentrische Lösungsstrategien ableitet. Planetare Konstellationen sind stets zweiseitig und mehrdimensional. Planetare Kräfte affizieren menschliche Gesellschaften und diese wirken auf planetare Kräfte ein. Planetardenken erfordert eine verfassungsgestützte Ausweitung des normativen Kosmopolitismus zu einer umfassenderen Kosmopolitik, verbunden mit
mit der dargestellten Neuausrichtung der Bildungs- und Ausbildungsinstitutionen. Der partielle Ausnahmezustand der Corona-Pandemie hat auf die Notstandslage von Klimawandel, Artensterben und anderen Kipppunkten des Erdsystems verwiesen, die das Überleben des Planeten in Frage stellen und im Sinne der heute lebenden und künftigen Generationen ein radikales Umdenken und die Setzung neuer Prioritäten verlangt. Josef Beuys hat einmal geschrieben, wer nicht denken will, fliegt sich selbst raus. Zum Abschluss fliegen wir also noch einmal ganz weit raus und danken für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Mit diesen eindrucksvollen Bildern und auch der eindrucksvollen sphärischen Musik endet ein eindrucksvoller Vortrag, eindrucksvolle Präsentation. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis für diejenigen Teilnehmenden auf Facebook und in YouTube, die vielleicht später eingestiegen sind, zwischenzeitlich neu dazugekommen sind. Wir haben soeben den Präsentationsvortrag von Professor Leggevi gehört und haben nun im Anschluss Gelegenheit zur Diskussion. Wenn Sie eine Frage haben oder einen Kommentar abgeben wollen, dann heben Sie bitte in Zoom virtuell die Hand. Sie finden die Schaltfläche rechts unten auf Ihrem Bildschirm. Also melden Sie sich ruhig schon, während ich hier spreche. Ich rufe Sie dann der Reihe nach auf, solange unsere Zeit jedenfalls reicht, bis 19.30 Uhr. In Facebook und YouTube nutzen Sie bitte die Kommentarfunktion. Da läuft es ein bisschen anders. Wir greifen Ihre Frage dann auf und die Regie spielt sie mir ein und ich bringe Sie in die Diskussion ein. Vorher aber nochmals vielen Dank, Herr Leggevi, für Ihren, wie gesagt, eindrucksvollen Vortrag.
Ihre anspruchsvolle, aber auch inspirierende Präsentation. Sie haben uns dafür sensibilisiert, dass die drohende Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen ein radikales Umdenken und die Setzung neuer Prioritäten erfordern, wie Sie gesagt haben. Das Anthropozän ist zu Ende, das hat sich mir richtig eingeprägt. Der Mensch kann nicht mehr das Maß aller Dinge sein, sondern er muss in seinen Wechselbeziehungen zur Umwelt, zum Planeten eben, betrachtet werden. Besonders beeindruckt hat mich dabei, wie Sie deutlich machen konnten, dass alles Wechselwirkung ist. Das hat mich wirklich nochmal sensibilisiert für diese Tatsache. Im Großen, im Kleinen, alles ist Wechselwirkung. Aus der Perspektive des ganzen Kosmos, wie im Nanobereich, Sonnenstürme wirken auf die Erde, Bäume kommunizieren miteinander und der Mensch steht gewissermaßen mittendrin. Das war eindrucksvoll auch von Ihnen mit Beispielen belegt. Und als Konsequenz fordern Sie eben, dass die Erde endlich als Planet zu sehen ist. Dieses planetare Denken führe zu dieser Relativierung und Relationierung des Menschen. Aber gestatten Sie mir eine Frage. Ich habe eine Menge von Fragen, beschränke mich aber, weil natürlich auch noch andere zum Zuge kommen sollen. Mich interessiert vor allen Dingen, welche praktischen Konsequenzen ein solches planetares Denken hat und wie groß die Realisierungschancen sind. Sie haben das zum Schluss Ihrer Präsentation ja angesprochen, aber ich würde da ganz gerne nochmal nachhaken. Ich würde ganz besonders gerne nachhaken für die politischen Implikationen. Das, was Sie als, wie haben Sie es genannt, als Zoopolis bezeichnet haben oder als Naturvertrag. Sie nennen das einen spekulativen Raum. Da hätte ich gerne Ihre Ideen dazu gehört, aber vielleicht können wir das ein andermal machen oder ein anderer stellt die Frage. Ich will mich jetzt mal beschränken auf eine andere Dimension, die Sie ebenfalls thematisiert haben, die uns natürlich insbesondere interessiert, und zwar die Frage zur Rolle der Universitäten, vor allen Dingen der Geistes- und Sozialwissenschaften im Kontext dieses planetaren Denkens. Sie sprachen von einer planetaren Wissensökologie, notwendigen Transfer. Sie fordern transformative Wissenschaften. Ich fand in diesem Zusammenhang auch bemerkenswert, dass Sie gesagt haben, der eiserne Vorhang zwischen den Fakultäten sei hochgegangen. Sie erwähnten die Folgen planetaren Denkens für die Propedeutik, die Möglichkeit einschlägiger Zertifikate. Aber hier wäre meine Frage, wie sich das Ihrer Meinung nach strukturell auswirken sollte an den Universitäten. Ich stelle die Frage mit einem gewissen Hintergedanken, weil wir machen uns gerade an meiner Universität gerade auch Gedanken drüber. Wie könnte eine Fakultät beispielsweise im Kontext planetaren Denkens aussehen? Wie könnte eine Fakultät für transformative Wissenschaften an einer Universität wie unserer gestaltet werden? Vielleicht können Sie mir da kurz eine Vorstellung davon geben. Das ist natürlich die Gretchenfrage für die Universität. Wir arbeiten hier in Gießen auch an ähnlichen Dingen. Es gibt Universitäten, Beispiel die Leuphana in Lüneburg, die sich das schon auf die Fahne geschrieben haben. Hier von Beginn an, zum Beispiel durch ein propedeutisches Studium Generale, eine Bahn zu schaffen für ein umfassenderes Nachhaltigkeitsdenken. Also das sind alles Versuche, die Überspezialisierung der Wissenschaftsfächer, der Disziplinen, die ja dann auch noch in Unterdisziplinen ihrerseits hochgradig spezialisiert sind, sodass wir kaum noch sozusagen um die Ecke denken können, die aufzuheben. Und zwar nicht, indem wir nun sagen, Spezialisierung ist nicht wichtig. Im Gegenteil, das ist ein Antrieb der modernen Wissenschaften gewesen. Aber wir brauchen eben immer wieder die Beziehungen zurück zu den anderen Phänomen. Und das haben wir versucht in diesem Beitrag und auch in dem Buch noch einmal auszuführen. Das bedeutet, wir müssen uns an Universitäten gegen den Widerstand, der ganz klar kommen wird, durch Studienordnungen, aber auch durch Gutachterwesen, nehmen Sie das Gutachterwesen der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die nicht gerade, sagen wir mal, außer dass sie das rhetorisch postuliert, sehr offen ist für wirklich inter- und transdisziplinäre Forschungsanträge. Also da müssen wir viel dran arbeiten. Und ich denke, dass wir, wenn es stimmt, dass wir in so einer Art Planetary Moment sind, also da die Analogie zum Constitutional Moment, wo man sich denkt, wir müssen mal von einem Aggregatzustand in den nächsten, dass das jetzt beschleunigt wird durch die ja viel massiver werdenden Auswirkungen des Klimawandels und des Artensterbens, aber auch im Zusammenhang damit, deswegen sind wir zum Schluss darauf eingegangen, die Fragen, die die Pandemie stellt. Ich denke, dass das ein Moment sein könnte, wo bestimmte strukturelle und auch mentale
Konservatismen, ja, die in unserer Wissenschafts- und Universitätslandschaft natürlich vorherrschen und die auch sozusagen immer ihr Gutes haben, dass die jetzt ein bisschen aufgebrochen werden. Das ist eine ganz mühsame Arbeit. Man denke schon an die armen Menschen, die dann Studienordnungen wieder neu formulieren müssen. Aber ich glaube, dass auch wenn wir jetzt die Bewegung sehen, die von Schülerinnen und Schülern, aber auch von Studierenden und von Scientists for Future ausgegangen ist, dass hier tatsächlich eine Neigung, der starke Wille gegeben ist, über die Fächergrenzen hinaus zu denken. Ich persönlich, ganz streng sozial, geisteswissenschaftlich ausgebildet, habe das insbesondere in dem wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderungen erlebt, wo wir ja nicht Forschung gemacht haben, sondern Forschungen aus verschiedenen Disziplinen zusammengetragen haben. Und der Dialog, der dort geführt wurde, der hat mir wirklich ein Licht aufgesetzt in diese Richtung. Und ich hoffe, dass viele solcher Erweckungserlebnisse vielleicht jetzt möglich sein werden. Noch kurz zur Wechselwirkung. Das ist natürlich nicht von uns. Das ist ein Spruch, den Alexander von Humboldt gemacht hat. In seinem Buch über Kosmos hat er tatsächlich versucht, das gesamte Weltwissen, übrigens aus der Perspektive des Weltraums schon, der Astronomie gewissermaßen, zusammenzufassen. Und das ist natürlich auch, wer die Soziologie studiert hat, eine der Hauptsätze von Georg Simmel. Alles ist wechselwirkend, sowohl im gesellschaftspolitischen Bereich gilt das als natürlich auch im Naturbereich. Und das sollten wir einfach wieder stärker in den Blick nehmen. Vielen Dank, Herr Leckewi. Wir sind ja eine nichtstaatliche Universität und haben manchmal auch ein bisschen mehr Spielräume. Und wir haben tatsächlich im Moment auch den Mut, diese überkommenen Strukturen ein bisschen aufzubrechen, indem wir uns eben genau Gedanken in diese Richtung machen, wie Sie es gerade skizziert haben. Vielleicht dürfen wir mal bei Gelegenheit wieder auf Sie zurückkommen und Sie fragen und Ihren Rat erbeten. Gerne. Ja, jetzt sind schon einige Fragen im Chat und auch Handhebungen sehe ich. Ich fange mal mit der ersten Frage an, die mich erreicht hat und trage sie Herrn Leckewi vor. Was bedeutet planetares Denken für die Gestaltung der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Gesellschaft? Sollten Bürgerinnen und Bürger stärker an wissenschaftlichen Projekten beteiligt werden, wie dies in der transdisziplinären Forschung der Fall ist? Und würde dies auch bedeuten, dass in solchen Projekten auch Tiere oder andere nichtmenschliche Lebewesen repräsentiert sein sollten? Das glaube ich unbedingt, aber es ist natürlich utopisch und spekulativ, was ich jetzt sage. Ich glaube, dass wir tatsächlich darüber nachdenken müssen, wie ein solches von Bruno Latour angedachtes Parlament der Dinge aussehen kann. Und ich habe ja dieses Beispiel der Zoopolis gebracht, wo wir tatsächlich die Frage stellen müssen, ob wir tatsächlich nur über Tiere reden, wenn wir zum Beispiel über Tierrechte reden, oder ob wir Möglichkeiten versuchen herauszufinden. Und ich habe das an dem Beispiel dieses twitternden Baumes versucht deutlich zu machen, wie tatsächlich dort so etwas mitentwickelt wird, wie das, was wir in einem Analogieschluss Sozialität nennen würden. Das heißt, wenn wir diese Sensorik, die im Nature Writing, wie dann auch in der epistemisch grundgelegten Planet Writing möglich ist, wenn wir das ein bisschen stärker einbringen würden in unsere Entscheidungsprozesse, dann würden wir es nicht so absurd finden, dass beispielsweise die Herstellung einer großen Fabrik für Elektroautos in Brandenburg tatsächlich auch im Blick auf Naturschutzgesichtspunkte bedacht werden muss. Dann würden wir das nicht verlächerlichen und sagen, naja, die paar Arten, die dabei vielleicht noch zugrunde gehen. Wir sind in einem massiven Artensterben, das den sechsten Auslöschungsgrad erreicht hat. Und das ist eine hochgradig ernste Situation, die lebensbedrohlich ist, natürlich auch für Menschen. Das sollte das Erste sein, was wir tun, dass wir sozusagen Proxy-Repräsentationen schaffen, die nicht nur, wie man das überlegt, für künftige Generationen sich niederschlägt, die auch nicht sprechen können, weil sie noch gar nicht auf der Welt sind, aber wir müssen sozusagen Proxy-Repräsentationen, Annäherungsrepräsentationen entwickeln. Wir sollten das auch für die Tierwelt und die sogar für die unbelebte Materie, ich habe das Beispiel der twitternden Buche erwähnt, das sollten wir in der Tat tun. Die andere Frage war Citizen Science. Das heißt, in unserem Buch spielt das eine ganz wichtige Rolle. Ich glaube tatsächlich, und ich will das am Beispiel der Korallenriffs deutlich machen, ich glaube tatsächlich, dass die sogenannten Laien, die auch forschend in der Umwelt tätig sind, die auch forschend in der Gesellschaft unterwegs sind, dass die einen ganz wichtigen Beitrag zur
zum wissenschaftlichen Fortschritt leisten können. Das heißt nicht, dass ich das Spezialistentum der Experten jetzt schlecht machen würde. Das wäre in diesen Zeiten ganz, ganz übel, wenn man das auch noch tun würde. Das heißt aber, dass hier eine Offenheit gegenüber dem passiert, was Laien herausfinden. Und ich habe das Beispiel der Korallenriffs genannt. Der Zustand der Korallenriffs ist überhaupt nur durch Amateurtaucher, durch eben Laien, die sich das anschauen, so ins Bewusstsein gerückt, wie das heute notwendig ist. Wir haben in unserem Buch ein künstlerisches Beispiel von zwei Künstlerinnen aus Kalifornien, australischer Abstammung, die in Kalifornien sind und die diese Korallenriffs gewissermaßen in einer gemeinsamen Aktion von über 10.000 vor allen Dingen weiblichen Menschen in der ganzen Welt sozusagen nachstricken. Und hier ist durch dieses Häkelwerk, worüber man sich leicht lustig machen könnte, ist ein unglaubliches Wissen, auch mathematischer, auch die Art über den Zustand und die Entwicklung und die Dynamik von Korallenriffs in die Allgemeinheit eingedrungen. Das sind Beispiele, die müsste ich jetzt genauer ausführen, auch das kann man auch bebildern, sehr schön, passiert auch in unserem Buch, wo tatsächlich Experten und Laien ein neues Bündnis eingehen können. Und das nennen wir transdisziplinär, weil es ja nicht nur zwischen den Disziplinen die Grenzen aufweist, sondern weil es auch in den Bereich der Gesellschaft der sogenannten Laien hineingeht und in dem Zusammenhang dann auch leichter transformativ wirkt, verändernd wirkt, als wenn eben tatsächlich das über die Politik und die Gesetze, die dann gemacht werden, sozusagen erstmal in die Gesellschaft induziert werden muss. Jetzt ganz kurz gesagt, es ist viel komplexer. Vielen Dank. Und dann kommt eine Frage aus Facebook, die ich auch vortragen darf. Lieber Herr Professor Leggevi, vielen Dank für den eindrucksvollen Vortrag. Welche zivilgesellschaftlichen und institutionellen Schritte wären Ihrer Meinung nach, Ihrer Überlegung nach effektiv und geeignet, um planetares Denken möglichst schnell über die gesamte Erde, also in allen Gesellschaften einigermaßen synchron, gemeinsam zu entwickeln? Da würde ich zunächst als erstes mal das Bündnis zwischen unseren westlichen zum Beispiel auch Protestbewegungen, aber auch Nicht-Regierungsorganisationen, die sich im Bereich des Natur- und Umweltschutzes betätigen, des Klimaschutzes betätigen, mit den indigenen Bewegungen, beispielsweise in Südamerika, aber eigentlich rund um die Welt. Das wäre das Erste, was ich vorschlagen würde. Das haben wir auch, und das ist hochriskant, wenn man das so tut. Sie erinnern sich an das Beispiel, das im aus dem ecuadorianischen Wald, das wir genannt haben. Hier das indigene Wissen hat erstaunliche Parallelen zu dem hochgradig spezialisierten Wissen der Earth System Science. Und das sozusagen zusammenzubringen und sozusagen die Stimme der Indigenen zu hören, ob das nun die Arktisregion ist, ob das nun die Amazonasregion ist, ob das andere Regionen der Welt sind, das halte ich für das Erste, was sehr wichtig ist. Also hier ein globales Bündnis auch tatsächlich zu machen. Und das Zweite ist natürlich, dass wir auf die, ich habe den One Earth Summit angesprochen, eine große Zusammenschluss für den Artenschutz vor kurzem in Paris abgehalten hat. Ich denke, das sind die Aspekte, die wir betonen müssen. Und es ist sehr viel passiert im Bereich des Klimaschutzes, der Erkenntnis des Klimawandels, das hat sich mittlerweile gewissermaßen herumgesprochen. Die Dimension des Artensterbens, die ist mindestens so dramatisch und die beiden Phänomene hängen auch miteinander zusammen. Ich würde also sagen, die stärkere Fokussierung unserer Naturschutzverbände auf diese Fragestellung hin und deren Politisierung, nicht Überpolitisierung, sondern deren Politisierung, das ist, glaube ich, der Beitrag, den die Zivilgesellschaft leisten kann. Und nicht zuletzt haben die Ereignisse, ich habe Greta Thunberg angesprochen, die Protestereignisse auf den Straßen haben natürlich auch sehr vieles bewirkt. Wie groß muss denn der Druck werden, wenn ich das selbst noch fragen darf? Wie hoch muss die Temperatur noch steigen? Wie viel müssen die Meere anwachsen und wie viele Arten müssen noch sterben, dass es zu so einer Umweltverfassung kommt, wie sie Ihnen vorschwebt? Also die Juristen arbeiten dran, das finde ich sehr bewundernswert. Ich habe mich in das Gebiet des Global Environmental Constitutionalism ein bisschen eingearbeitet und es gibt hier sehr interessante Vorschläge, auch zum Beispiel Ökoregionen ins Leben zu rufen oder eben nach dem Beispiel von internationalen Schiedsgerichtshöfen
dann auch tatsächlich so etwas wie eine Umwelt, globale Umweltverfassung einzurichten, die dann eben auch Verfassungsrang hat, die dann eben auch über die Grenzen hinausgeht. Das ist sehr wichtig, was da passiert. Es gibt die Skepsis der meisten Vertreter der Verfassungslehre, die sagen, das funktioniert nicht. Aber es gibt beispielsweise den südafrikanischen Rechtswissenschaftler Louis Kotze, der sich genau damit sehr stark und intensiv auseinandersetzt. Und in den internationalen Beziehungen, die ja immer so ein bisschen hinten dran sind und sozusagen ihrem Konventionalismus gewissermaßen immer auf die letzte Phase des Weltgeschehens sich gerade abgebildet haben, die haben da auch sehr starke Impulse jetzt bekommen, was die Non-Human-Beziehungen angeht. Also das halte ich für sehr interessant. Ob die Temperatursteigerung, die wir ja jetzt von Jahr zu Jahr erleben, tatsächlich zur Aufklärung führen, kann man bezweifeln. Was ich glaube, wichtiger ist, und das haben wir auch im WWGU immer wieder versucht, deutlich zu machen, sind gewissermaßen die positiven Geschichten. Wir haben eine Situation erreicht, in der die Technologien sehr weit gediehen sind, um eine CO2-freie Wirtschaft in 2040, 50 tatsächlich auch zu haben. Wir haben auch ein hohes Maß an Selbsterkenntnis in der Gesellschaft, eine Veränderungsbereitschaft. Und es gibt sogar Leute, denen das Spaß macht, in diesen neuen Aggregatzustand CO2-kompatiblen, also nicht klimaschädlichen Lebenswandels einzusteigen. Hier ist was passiert. Die Politik, ja, auch in Deutschland, ist immer noch weit hinter dem zurück, hinter dem, was eigentlich längst passieren müsste und sollte. Und da wir ja gerade seit gestern in einer Welle des Optimismus uns bewegen, würde ich sagen, dass allein Joe Biden jetzt wieder ins Pariser Klimaabkommen einsteigt, das sollte uns alle Hoffnung geben. Und dann sehr, sehr viele, übrigens auch planetar fundierte, wir haben ja ein paar Beispiele angeführt, Narrative zu erzeugen, die sagen, da sind nicht nur die Risiken des Planetaren, sondern hier sind auch die Chancen einer Öffnung für das planetare Denken. Das jetzt deutlich, dann halte ich für noch wichtiger als die Katastrophenrhetorik. So, jetzt füllt sich der Chat mit weiteren Fragen. Ich weiß nicht, ob ich alle noch aufrufen kann, aber die nächste lautet folgendermaßen. Sie haben auch normative Fragen angesprochen. Muss im Kontext einer relationalen Ethik auch die Rede von Verantwortungssubjekten geändert werden? Das glaube ich schon. Wir haben dafür im Vortrag einige Beispiele gebracht, wo ich denke, dass wir die belebte und nicht belebte Natur sehr viel stärker mitdenken müssen, zumindest das, ja. Und ich denke, dass wir hier sozusagen auch den Anthropozentrismus und auch den Anthropomorphismus, den wir sozusagen im Rest der Natur sozusagen auferlegen, dass wir den sehr stark relativieren können. Wir sind nicht Anhänger dieser posthumanistischen Begeisterung oder der vollständigen Auflösung sozusagen der Entitäten, also Mensch, Tier, unbelebte Natur. Wir wollen die Bereiche aufrechterhalten und auch als spezielle Forschungsgegenstände natürlich bewahrt wissen, aber wir wollen sozusagen die Wechselwirkung, die Relationen eben stärken. Und ich glaube, dass wir tatsächlich hier eine relationale Epistemologie und eine Ethik und auch eine Ontologie tatsächlich ansteuern. Und das, da sind wir ja nicht die Einzigen, das ist hier in diesem Schrifttum über das planetare Denken jetzt auch schon sehr weit gediehen. Ich habe ein Buch eben erwähnt von Nigel Clark und Bronislaw Dzerzhinsky, die ein Buch über Planetary Social Thought vorgelegt haben. Da wird das doch sehr ausführlich ausgeführt. So, und jetzt haben wir noch eine Direktmeldung hier im Zoom-Raum, nämlich von Ringo Rösener. Bitte, Sie haben das Wort. Sie müssten bitte Ihr Mikrofon einschalten und am besten auch die Kamera, damit wir Sie sehen können. Rösener scheint herausgefallen zu sein gerade, Herr Stübe. Okay. Wir müssen mit einer Facebook-Frage weitermachen. Wenn er wiederkommt, sage ich Ihnen Bescheid. Naja, das ist das erste technische Problem, das wir heute haben. Das, glaube ich, können wir verschmerzen und hoffen, dass Herr Rösener noch später kommt. Dann kommt die nächste Chatfrage. Wofür steht das Human in Ihrem Entwurf der Human Planetaries? Ist es die unweigerlich menschliche Perspektive, der wir nicht entkommen können? Oder kann Ihrer Auffassung nach eben dieser vielleicht methodische Anthropozentrismus durch das Erlernen einer Kosmopolitik überwunden werden? Oder vielmehr
unterwandert werden. Ja, das glaube ich schon. Worauf wir hinaus wollten, ich weiß nicht, ob ich mich da versprochen habe im Vortrag, waren die Planetary Humanities. Das heißt, es gibt ja eine sehr starke Bewegung seit einiger Zeit, die Environmental Humanities zu stärken. Das heißt also die Verbindung zwischen Naturwissenschaften, in denen das ökologische Denken lange angesiedelt war, die Erdsystemforschung war lange eine sehr stark von den Naturwissenschaften getriebene, das zu öffnen in Richtung der Humanities im klassischen Sinne, also der Geistes- und Sozial- und Kulturwissenschaften. Dafür treten wir sehr ein, das jetzt sozusagen unter planetaren Gesichtspunkten nochmal neu zu denken. Wir möchten nicht, habe ich gerade schon gesagt, das Element Human sozusagen posthumanistisch auflösen. Ich finde das Buch, das James Lovelock geschrieben hat, über das Novozän, wo wir gewissermaßen eine Zukunft in der künstlichen Intelligenz als nächster evolutionärer Stufe sozusagen ausgemalt bekommen und der 100-jährige Lovelock, der ja das Gaia-Buch damals schon geschrieben hat, sehr entspannt einer solchen Zukunft entgegensieht. Ich sehe das ein bisschen weniger entspannt. Ich möchte nicht auf künstliche Intelligenz vertrauen. Ich möchte nicht, dass gewissermaßen die Fähigkeiten, die Besonderheiten des Humanen sozusagen geschleift werden, aber ich möchte, dass sie offener, relationaler, sensibler werden, empfindungsfähiger für das, was wir versucht haben, in diesem Vortrag und Buch aufzuzeigen, für eben die planetaren Dimensionen. Also keine Selbstauflösung des Humanen, aber doch eine Relativierung und Relationierung. Das sind sozusagen unsere Stichworte. Und es kam ja eben auch noch das Stichwort Anthropozän auf. Sie sagten, Herr Stübe, wir müssen aus dem Anthropozän raus. Nun haben wir ja gerade erstmal dieses sozusagen eingeleitet, sagt die Stratigraphische Gesellschaft in London. Was wir meinen, ist, dass aus dem Anthropozän nicht sozusagen eine anthropozentrische Lösung jetzt erfolgt. Also es gibt Leute, die sagen, dass mit dem Klimawandel, mit dem Anschirm, das wuppen wir, ja, mal ganz leger gesagt. So einfach wird das nicht. Und wir wuppen es umso weniger, je weniger wir sozusagen die planetaren Sensibilitäten und Gegebenheiten, sozusagen die Externalitäten, das Denken, Fühlen, das Dasein der anderen, damit ist die belebte und unbelebte Natur im universalen Zusammenhang gemeint, je weniger wir das berücksichtigen, umso stärker werden wir vor die Wand fahren. Jetzt ist unsere Zeit gerade abgelaufen, Herr Leggewi. Ich habe aber noch zwei Fragen im Chat. Würden Sie die noch zulassen? Natürlich. Vielleicht mit einer kurzen Antwort? Und ich stehe jetzt auch zur Verfügung für Nachfragen per Mail. Meine Mailadresse ist sehr leicht zu googeln. Wunderbar, vielen Dank. Dann kommt die erste Frage von den beiden letzten. Vielen Dank für den Vortrag. Ein Wandel, der eine planetare Perspektive zugrunde legt, ist mit zahlreichen Widerständen des bestehenden Systems und widerstreitenden Interessen konfrontiert. Welche machen Sie primär aus und wie kann diesen begegnet werden? Also wir haben es schon anfangs angesprochen im Blick auf das universitäre System. Alle Organisationen, Großorganisationen dieses Typs, wie eine Universität, haben starke Beharrungskräfte. Das liegt gar nicht an dem schlechten Willen und der mangelnden Bereitschaft von Menschen, sondern an institutionellen Strukturen, an die man sich gewöhnt hat und die hat gerade deswegen, weil sie institutionalisiert sind, eine hohe Sicherheit geben, wie man zu verfahren hat in einer Universität. Das ist ganz wichtig. Aber ich glaube, dass die Risikobereitschaft, hier etwas Neues zu wagen, und da wäre es natürlich gut, wenn nichtstaatliche Universitäten hier ein Vorbild geben können, ja, da müssen wir etwas risikobereiter werden. Und ich glaube, da können wir uns zusammentun mit den Bedürfnissen junger Menschen, die eigentlich auch schon auf der Schule gelernt haben, dass diese Hochspezialisierung, ja, das macht der eine, dies macht die andere, dass das wieder zusammengeführt werden kann. Also ich glaube, dass viele Studierenden offen wären. An der Universität Lund in Schweden gab es mal einen Fachbereich, der hieß Wasser. Da waren alle beteiligt, die sich mit Wasser beschäftigt haben. Und Wasser ist eine der wichtigsten planetaren Fragen, mit denen wir es überhaupt im Moment weltweit zu tun haben. Und hier sozusagen die Anstrengungen, die Ideen, die Kompetenzen, die Expertise von ganz, ganz vielen Fächern unter der Oberbegriff Wasser zusammenzubringen, ist ein Beispiel, wie man zum Beispiel Fakultäten neu stricken könnte. Und die müssen dann auch nicht für die Ewigkeit sein, so von 1790 bis heute, sondern die können dann auch in 3-4 Jahren wieder aufgelöst werden, wie das, glaube ich, wenn ich mich erinnere, in Lund auch der Fall.
Wir machen übrigens an dieser nichtstaatlichen Universität auch ernst mit dem Aspekt Nachhaltigkeit. Wir sind die einzige EMAS Plus zertifizierte Universität in ganz Deutschland. Und wir werden bis in 4 Jahren komplett CO2-neutral sein. Da gibt es noch viel mehr Aktivitäten, die auch gerade von studentischer Seite ganz, ganz stark mit unterstützt und mitbetrieben werden. Also in dem Bereich hat man vielleicht auch als nichtstaatliche Universität manchmal eine Vorbildfunktion, wie Sie es gesagt haben. Vielleicht können wir uns da tatsächlich mal zusammentun. Ja. Und die letzte Frage, die ich stelle. Können wir beim Einüben planetaren Denkens anknüpfen an ethisches Denken, wie es sich etwa in der Deklaration der Menschenrechte ausgedrückt hat? Diesmal bevor die Katastrophe eintritt. Welche Schritte sehen Sie für eine Global Governance neben der notwendigen Transformation von Handlungspraktiken auf individueller Ebene? Was muss etwa konkret zum Pariser Klimaabkommen hinzutreten? Welche Rolle spielt die Wissenschaft? Also eine ganze Reihe an Fragen nochmal kulminiert zusammen in einer letzten. Und ich bitte Sie dann auch um ein abschließendes Statement. Ja, gerne. Also das Pariser Klimaabkommen ist im Moment ein Papier. Und es gibt sehr, sehr viele politische Ansätze, lobenswerterweise auch der Europäischen Union mittlerweile, hier gewissermaßen den Man-on-the-Moon-Moment anbrechen zu lassen. Das heißt also, die Krise, in der wir gerade durch die Pandemie sind, zu nutzen für eine Umsteuerung unserer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten in ein klimafreundliches und artenfreundliches Reproduktionsmodell. Das ist das, was im Moment passiert. Und da gibt es immer drei Akteure. Die einen sind diejenigen, die über Investitionen, aber auch über die Schaffung von Technologien die entsprechenden Voraussetzungen schaffen, damit man sozusagen CO2-neutraler wirtschaften kann. Und da sind wir sehr weit und mittlerweile auch in den Bereichen, die sehr, sehr lange auf der Bremse gestanden haben. Wie Beispiel, nehmen Sie die großen Nahrungsmittelkonzerne weltweit. Als wir dort vor ungefähr 10, 11 Jahren vorgesprochen haben, hat man uns wirklich für verrückt erklärt mit den Forderungen, die beispielsweise auf dem Kopenhagener Klimagipfel damals auch in diese Richtung ergangen sind. Und heute, wenn Sie den Text der CEOs, aber auch des mittleren Managements, beispielsweise von großen Firmen wie Nestlé, Unilever lesen, die haben das kapiert und die machen auch was. Und das ist ausgesprochen gut. Also hier passiert etwas. Hier ist Unternehmergeist gefragt und es ist für ganz viele Manager ist es sozusagen wichtiger, jetzt etwas in die Welt zu setzen, was für die Zukunft von Bedeutung ist, als sozusagen mehr noch zu akkumulieren von dem, was man bisher gehabt hat. Der zweite Akteur ist natürlich die Gesellschaft und hier hat sich ja auch einiges getan. Der Wertewandel geht seit den 60er, 70er Jahren in die Richtung, die man braucht. Es gibt jetzt sehr viele Menschen, die kapiert haben, wie die klimapolitischen Zusammenhänge sind und die sozusagen anfangen, ihr Leben zu ändern. Und dann ist immer wieder dieser Frust, ja, ich habe jetzt alles Mögliche gemacht, aber mein Nachbar noch nicht und der Rest der Menschheit auch nicht. Und was ist überhaupt mit den Chinesen? Deswegen brauchen wir unbedingt die großen Hebelwirkungen von Global Governance. Das ist ja gerade angesprochen worden. Das heißt, hier muss tatsächlich Environmental Governance, und zwar global, planetar, wie wir sagen würden, eintreten und tatsächlich große Hebel in Bewegung setzen. Und das kann ein Staat, auch ein transnationaler Staat tun, bekanntlich über Geldanreize. Das passiert im Moment sehr massiv. Nehmen Sie den großen Bums der EU-Kommission. Das kann passieren über persuasive Programme, dass man einfach sagt, dieser Weg ist besser als der andere. Und da trennt man sich von der Subventionslobby beispielsweise der Kohleindustrie. Und das kann geschehen über Gesetze. Und genau das, und das sind meistens Geh- und Verbote, mit denen wir es zu tun haben, die sind mittlerweile nicht nur sozusagen at hand, die kann man anwenden, sondern die werden, das merken Sie gerade bei der Pandemie, von der Mehrheit der Bevölkerung sogar reklamiert. Jetzt tut doch mal was, jetzt mach doch mal was, dass ich nicht als einzelner Konsument, als einzelner Autofahrer, als einzelner Stadtbewohner, wie auch immer, sozusagen immer auf mich angewiesen bin. Im Zeitalter der Singularitäten, wie es ein Kollege gesagt hat, ist es sehr schwer, diese Kollektive zu bilden. Es braucht einen starken Umweltstaat, der diese Dinge nicht diktatorisch, um nicht wieder missverstanden zu werden, nicht diktatorisch, sondern demokratisch legitimiert vorantreibt.
Ja, mir bleibt Ihnen ganz, ganz herzlich zu danken für diesen tollen Vortrag. Ich sage das wirklich auch von ganzem Herzen. Das war sehr inspirierend und mit Ihrem faszinierenden Projekt. Da haben Sie auch viele interessierte Nachfragen provoziert. Sie haben es ja gemerkt und bei uns Denkanstöße erzeugt. Denkanstöße in vielerlei Hinsicht, an denen wir auch weiter arbeiten werden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, vor allem natürlich mit Ihrem Buch. Und bei der Weiterverbreitung Ihrer Ideen, die es wirklich verdient haben, auch in der großen Öffentlichkeit noch stärker wahrgenommen zu werden. Und ganz persönlich wünsche ich mir, dass es irgendwann mal auch möglich ist, Sie persönlich an unserer Universität zu begrüßen. Wenn diese dumme Pandemie vorbei ist, werden wir hoffentlich bald die Chance dazu haben. Allen anderen, die heute dabei waren, allen anderen, die dabei waren, danke ich auch sehr herzlich fürs Zuhören und Mitdiskutieren. Und allen zusammen wünsche ich noch einen schönen Abend.